Liebe Diana, alles Gute zu deinem heutigen 124. Geburtstag. Bleib so sportlich jung, wie du bist. Liebe Fans und Freunde der Vienna, heute an diesem Geburtstags-Vlog-Special, da habe ich ein ganz besonderes Gespräch mit einer Vienner Persönlichkeit, nämlich einer der letzten lebenden Vienna Spieler der Meistermannschaft, Hans Buzek. Und wir haben uns ein bisschen so unterhalten über seine Zeit bei der Vienna. Schaut euch das bitte an. Ja, eigentlich bin ich ja fußballerisch komplett untalentiert, aber ich bin großer Vienna-Fan, denn ich bin recht früh schon durch meinen Vater auf die Vienna gekommen und obwohl ich selber nicht Fußball spiele, bin ich ein riesengroßer Vienna-Fan durch diese ganze besondere Atmosphäre und natürlich auch durch euch, durch die Vienna-Fans. Und das möchte ich eben gerne mit Kammern Vienna transportieren und euch auch medial zeigen, damit auch andere sehen, wie besonders es ist, ein Mitglied zu sein dieser Vienna Family. Man kann noch so viele Meistertitel gewinnen und in den höchsten Spielklassen spielen, aber es gibt einfach nur einen ältesten Fußballverein Österreichs und auch in schwierigen Zeiten wie jetzt sollten wir immer dran denken, die Vienna, das ist einfach etwas ganz Besonderes und es ist auch so schön zu sehen, dass wir so stark zusammenhalten und auch dieses Leben, dieses Vienna-Fanleben so positiv und so friedlich leben können und es freut mich, hier ein Mitglied und ein Teil davon zu sein. Und dafür möchte ich euch Danke sagen. Ja, dann schaut euch das Video an. Würde mich freuen, wenn ihr es liked, wenn ihr den Kanal abonniert oder auch teilt. Schreibt mir auch etwas in die Kommentare, was euch gefällt, was euch bewegt, ob euch das Video gefällt oder was euch auch noch interessiert und ihr auch gerne hier am Kanal sehen wollt. Ja, und sonst würde ich sagen, viel Spaß und angenehme Unterhaltung mit diesem Vlog. Also, Kammern Vienna. Liebe Vienna, ich wünsche der Vienna alles Liebe zum Geburtstag und sogar meinen Geburtstag. Leider bin ich schon 80, aber mein Traum ist immer noch bis heute die Vienna. Liebe Vienna-Fans, heute habe ich ein ganz besonderes Fangespräch, nämlich normalerweise komme ich zu einem Fan nach Hause und wir unterhalten uns ganz einfach über die Vienna, aber heute ist ein ganz besonderer Vienna, nicht mehr nur Fan, sondern auch aktiver Spieler, dessen Name nach wie vor auf der Hohen Warte klingt wie Donnerhall. Hans Buzek, danke für die Zeit, danke für dieses Vienna-Gespräch. Wenn ich mit meinem Vater über die Vienna gesprochen habe, dann hat er meistens gesagt, den Hans Buzek, den habe ich nur auf der Hohen Warte spielen gesehen. Super. Das war ja in den 50er Jahren. Ja. Das war noch, wie war die Zeit für einen, der nicht dabei war, so wie ich, für die jungen Fans? Ja, wie war so die Stimmung? Ja, ist richtig. Na, ich habe da eine wunderschöne Zeit erlebt, auch weil ich als junger Spieler schon. Der Vater war ein Vienna-Anhänger, ein Verrückter, der hat jeden, wir haben ein Gemüsegeschäft gehabt in der Panzergasse und kaum war eine freie Minute, ist er mit den Kistenwagen, wo er natürlich das Gemüse und Obst geführt hat, bin ich in den Kistel gesessen und immer auf die Halle wart, weil er war ein fanatischer Vienna-Anhänger, mein Vater. Und der war, jedes Match war er da und dadurch bin ich auch als Bauer, also in meinem Alter von 6, 7 Jahren, bin ich schon immer mit dem Vater auf die Halle warte, weil er hat dort das Zeug geführt, am Rapidplatz oder am Admiraplatz von der Vienna Ersten. Und so bin ich natürlich dort bei der Vienna immer gewesen mit dem Vater. Und da war der Beutel Hofmann und der hat gesagt, wer ist denn das? Und er sagt, das ist in Buzek sein Bub. Und der hat mir zugeschaut und hat mich natürlich gleich verpflichtet zu Vienna. Du musst unbedingt zu Vienna kommen und du musst dann das. Und haben Sie schon mit 6 oben ein bisschen gespielt? Ja, mein Vater hat ein bisschen gespielt. Nicht? Und der Hofmann, da war ich glaube ich 8 oder 9 Jahre war jetzt. Und dann haben sie mich gesehen, dass ich da sagte, jetzt willst du nicht zu Vienna kommen? Sag ich, das selbstverständlich gehen. Und hat der Vater natürlich, der hat das Zeug geführt, was der Vater Das haben wir gespielt, haben am Rapidplatz mit der Ersten oder am Wartkerplatz, ist der Vater immer mit der Maschine, mit dem Zeug hingefahren. So mit dem Motorrad? Mit dem Motorrad, ja. Ah, verstehe. Weil wir haben ein Gemüsegeschäft gehabt und wenn am Sonntag mal ausgefahren sind, mein Vater und die Mutter und ich, hat er immer auf das Kistel, wo das Gemüse geführt und die Äpfel,
hat er ein Schifferl gehabt. Nicht? Mhm. Das Schifferl haben wir gewechselt, mhm. Da ist die Mutter drin gesessen, die bin am Sozi zusammengefahren in den Kirchenallee oder wo, mhm. Ein bisschen noch raus. Verstehe. Das heißt, schon früh einen Zugang auch zu Vienna gehabt auf der Hohen Warte? Ja, ja. Weil da habe ich, in der Bürgergasse bin ich in die Schule gegangen, mhm. Und wir Buben sind natürlich immer auf der Hohen Warte, weil wir bodenständig gewesen sind. Und auf einmal hat mich der Beutel Hoffmann gesehen dort, bei den Buben spielen hinter den Kohl. Und er hat gesagt, Bulli, willst du nicht zu Vienna kommen? Ja, das sage ich selbstverständlich. Das ist gut. Und ja. Dann gleich in der Jugend sozusagen angefangen. Und ja. Wie war das damals in der Jugendmannschaft der Wiener? Wie war da ja. Die Stimmung? Wie ist das abgelaufen? Na, das war eh eigentlich normal. Ich meine, du hast die Knabenmannschaft gehabt und Schülermannschaft und die Jugendmannschaft mhm. von der Wiener. Mhm. Und ich habe halt bei den Knaben angefangen. Und habe dann aber voll gespielt in der Knaben, in der Schule und in der Jugend. Ja, drei Match an einem Tag. Drei Match an einem ja. Tag? Okay. In der Früh ist auch gegangen mit der Knaben. Okay. Anschließend war die Schüler. Da mhm. habe ich mich gleich gar nicht umgezogen, mitgespielt in der Schule. Und Nachmittag irgendwo in Wackerplatz oder Admiraplatz in der Jugend. Und konditionell? Ja, das hat mir nichts gemacht. Das war super. Ja. Toll. Und wann sind Sie dann aufgestiegen in die Kampfmannschaft, wann ist das dann gewesen? Naja, das war, wann war denn das? Es ist jetzt kompliziert mit dem, aber... So nach zwei, drei Jahren circa? Ja, ich bin 58er Jahre da war ich schon die Weltmeisterschaft, da war ja. Ich schon weiter. Aber so wie ich so 12 Jahre, ab in 38er Jahre gegangen und 12 Jahre dazu, sind 50er Jahre, 51, 52, das war dann bei der Wiener, nicht? Das ist eh da, 50, siehst du, ah, ja. Da habe ich begonnen, aus Buhr. Können wir vielleicht ganz aufblättern einmal, damit man das sieht, sehr schön. Nein, ich will dir nur zeigen, das ist die Jugendmannschaft, ah, weißt du, ja. Da bin ich der Jüngste, der Kleinste, und das waren der ganz gute Gegner, der Bettsucher, der Früchtel, der Bichler, der Stetzgall, also eigentlich von den ganzen bin ich rausgewachsen. War das Foto auf der Warte? Oder? Das war auf der Warte, ja. Als du siehst, da, wo die Uhr ist, da, auf, da, ah, hin, da hast hinten. Schülermeister 1953-54, ja. Hansi Putzig 58 Tore. 58, ja. Und das habe ich einen Freund gehabt, nicht? Den Friedl Otto, der hat besser gewusst alles wie ich selber mit ihm die Spieler. Der hat mir da das gemacht, das Buch. Das ist ja sensationell. Also wenn ich mit denen wo hinkomme, das reißen sie mir direkt aus der Hand. Da. Es ist wirklich eine Dokumentation, das ist eine Dokumentation. Des Fußball in Nachkriegsjahren, ja, Anfang der Nachkriegsjahre. Und das ist die alte Wiener, 1955 Fußballmeister, sind wir Meister geworden mit der Wiener. Und da war der coole Kalle Röckel, der Ehricher, der Nickerl, der Walzhofer, ich weiß nicht, ob du die kennst, ja. Ungeher, Bichler, Schmidgurtl, Tim Tormerei, Schweiger und der Großschale, die waren müssen wir vor 14 Tagen Sturm. Oh, ja, das ist leider auch. Wie war das eigentlich, so Meister zu werden mit der Wiener? Weil heute spielen die Wiener in ganz anderen Gefilden. Ja, nein, wir waren ja. Wir haben ja Rapid geschlagen, wir haben ja sensationelle Ergebnisse gehabt, die wir Meister geworden sind. Und so das Gefühl, Meister zu sein mit Vienna? Na, das war toll, na, war schön, ja. Da haben wir natürlich beim Heirichen gefeiert. Wo sonst? Wo die Vienna Döbling ist. Ja, klar. Da war ja nach dem Spiel, was natürlich, wenn wir auf der Hohen Warte gespielt haben, der Mandl Franz, der hat in die Iglerstee gegossen, wo die schöne Kirche ist, mhm. Hat er seinen Heirigen gehabt, der Mandl. Und der hat aber auch gespielt, der Mandl, in der Reserve und so. Und dort waren wir natürlich, das war unser Clublokal, wenn das Match aus war, mhm. Sind wir natürlich zum Mandl gegangen. Sind wir, machen wir zu anderen auch und so. Aber der Mandl war auch ein Spieler von der Wiener, der Mandl. Natürlich ein herrliches Gefühl. Und jetzt im Nachhinein betrachtet, wenn man jetzt sich die Wiener anschaut, wir spielen jetzt in der 5. Liga. Furchtbar, ja. Wie ist so das Gefühl als Meisterspieler? Na, es ist, schauen wir sie ab und zu an. Nicht? Jetzt natürlich haben sie auch gar keine, die Tribüne, die Holztribüne, die ist gesperrt. Also das ist alles, das ganze Ambiente dort, und das ist nicht mehr so, wie es früher war. Mhm.
Und jetzt postieren sie die ganzen Leute auf der anderen Seite da drüber, wo die Bänke sind und es sitzt. Ja, es ist nicht mehr das, was war. Jetzt spielen wir nicht mehr gegen Rapid und Austria. Jetzt ist vielleicht im Cup-Spiel. Naja, fünfte Liga ist auch nicht Cup. Liga ist nichts. Leider nichts. Nein, es ist traurig, aber was ist leider. Die Wiener. Einer der ältesten Vereine. Und ich bin mit der Wiener Meister geworden. Ja, das ist eine tolle Sache gewesen. Böse Zungen sagen ja, dass dann die Wiener abgestiegen ist, sozusagen seitdem sie nicht mehr dabei sind, wie sie dann Ende der 50er Jahre dann gewechselt haben. Dass sie gewechselt haben, ja. Nur dann sind sie eigentlich immer weiter runtergegangen. Immer weiter runter, ja. Ja, schade. Aber die Hoffnung, wieder aufzukommen, oder? Naja, das ist alles eine finanzielle Frage, das ist natürlich gute Betreuer, gute Trainer, also das, was sich wirklich engagieren kann, aber das ist sehr schwer nicht. Dass man die Wiener wieder dorthin bringt, du brauchst natürlich Spieler, brauchst dann sieht man eh ein bisschen aus, aber ohne Meistertitel, ohne Rauf, wird da nichts sein. Ja, es ist sukzessive abgebaut worden. Ja, leider. Bis hin in die 80er, 90er. Das war früher der Wiener, das war doch Ciama Pokale und was die alles gespielt haben. Ne? Und der Vater war verrückter Wiener-Anhänger. Und wenn wir gespielt haben, was weiß ich, in Hütteldorf draußen, ist er aufgefahren mit mir, hat das Zeug auf die Dings gehabt, weil Samstag, Sonntag waren schön, das ist er mit meiner Mutter und mit mir an ein Kirchenallee von einem Ausflug. Wenn es unter der Woche ein Gemüsegeschäft gehabt, dann hat er natürlich die Schaukel runtergegeben und hat die Kisten auf. Und da sind wir dann am Morgen gefahren, haben Erdäpfel, Kirsch, alles, was haben wir geholt. So gemischt waren Handel. Gemüsegeschäft. Ja. Ja, wenn du heute in die Panzergassen fährst, da kriegst du keinen Parkplatz. Die stehen einer nebeneinander. Und wie ich noch der Vater das Gemüsegeschäft gehabt habe, da war der Stricker, der hat ein Motorrad gehabt und der Vater ansonsten nichts in der ganzen Panzergasse. Na Wahnsinn. Aber genug Platz zum Fußballspielen in der Gasse. Ja, wie es war früher. Genau. Wie keine Auto nicht waren, aber wir haben das Geschäft gehabt, das Gemüsegeschäft. Da habe ich einen Tennisball gehabt, weil der Vater war mir ja auf der Honwart beim Tennisspielen, da haben wir dort die Ballen aufgelaufen, da haben wir jetzt ausgenommen worden. Verstehe. Und habe dann von meinem Geschäft, wo ich gewohnt habe, mit dem Gemüsegeschäft, habe ich auf die Wand geschossen mit dem Tennisball. Der Ball ist mir zurück, so habe ich halt trainiert. Das geht ja heute nicht mehr. Da ist lauter Autos stehen. Und dafür waren Sie ja bekannt. Sie waren ja zweimal Torschützenmeister geworden in der österreichischen Meisterschaft in den 50er und dann auch nochmal in den 60er Jahren. Also Schützenkönig, ja. Fehlt das heute im Fußball? Gibt es noch so gefühlsmäßig Spieler, die so vorneweg, richtige Ballesterer, wie man auf Wienerisch sagt, oder ist das ausgestorben? Nein, ich glaube schon, es sind doch einige Spieler jetzt in der obersten Klasse, die was da viele Tore geschossen haben, was auch Schützenkönige sind. Ne? Aber die so richtig nur nach vorne spielen. Das ist ein ganz anderes System. Es hat sich wahnsinnig viel geändert an der ganzen Sache. Ne? Weil wo hat es das früher gegeben, wenn du zum Beispiel einen Angriff gemacht hast, hast du nämlich ein Abschließen. Aber die heute, der Kohlmann spielt den Ball zu dem Außendecker, der Außendecker rennt 2, 3, 4 bis da und dann spielt er den Ball wieder den Kohlmann zurück. Das beobachtet es einmal. Ja, ja. Das hat es früher nicht gegeben. Nein, das hat es nicht gegeben, weil der Rögl hat den Schuss 4 gehabt, wo ich gestanden bin. Und ich habe gekämpft links und rechts. Ne? Das ist unwahrscheinlich. Die spielen heute mehr zurück als noch vorher. Also mehr Taktik als Kick and Rush, so wie es so schön heißt. Sie wollen heute halt den Ball nicht hergeben und jetzt passen sie hin und her, aber in der Zwischenzeit ist ja der Gegner schon wieder postiert auf 16er hinten. Und dann ist schon wieder alles dicht. Und ab und zu reißt einmal der eine Ode, was dann ins Kreuz geht, dann ist ein Goal. Mehr Glück, oder wie? Ja. Verstehe. Ja. Wie war das Leben als Torschützenkönig, als Meister in Wien? Nein, war so schön.
Ist man da so richtig gefeiert worden oder war das wurscht? Nein, das ist, die Meisterschaft ist gefeiert worden. Und da hat es natürlich einen Funktionär gegeben, der Funktionär, der Mandl Franz, in der Igler Seegassen, wo die schöne Kirche ist, gegenüber der dem Toten, da sind wir natürlich immer feiern gegangen zu ziehen. Ja, trunken haben sie, ja, wahrscheinlich mehr wie heute. Okay. Aber nicht gut ich. Gut zu wissen. Ja. Nein, das war eigene Zeit da wirklich. Das hat alles super gepasst und auch die Taktik und das Ganze, das war, das ist ein Rudelfußball, das ist der Argentinier. Wie war eigentlich die Kameradschaft unter den Spielern? Wie kann man sich das vorstellen? Naja, das ist ja das Gute gewesen früher, da hast du zum Beispiel, ist egal, bei jedem Heimspiel, Auswärtsspiel, war immer ein Treffpunkt bei Mandl. Der Mandl war ja Wiener, hat auch gespielt, ja. Der Heurige. Also bevor man noch auf die Hohe Warte gefahren ist. Ja, und da sind wir natürlich immer eingekehrt in die, weil in Döbling waren ja sehr viele Heurige. Na klar. Und das waren alle Wiener Anleger. Also man war auch privat sehr gut befreundet und ja, unterwegs ja. Miteinander. Ich war mit Rögl Rudi sehr gut, der war Stopper, ne? Der hat auch in der Nationalmannschaft gespielt und der hat sich gekauft in Hinterstadt einen Grund und hat dort ein Haus gebaut. Und mit dem war ich sehr gut. Den habe ich immer besucht und auf einmal habe ich auch ein Grundstückl dort gekauft. Ja. Das habe ich jetzt. Irgendwann habe ich es hergegeben, weil gebaut habe ich, glaube ich nicht, aber das war sehr schön dort im Hinterstudio. Okay. Da bin ich immer zu ihm hingefahren, zum Rode, und sind wir auf die Hutterer Höhe auf ein Schiff gegangen. Okay. Sehr schön dort, ja. Und der hat dort ein Haus gehabt, der Rögl. Da hat sich das gebaut worden und hat da Tochter hat er, die hat es jetzt. Aber jetzt habe ich keinen Kontakt mehr, weil der Rudi ist gestorben. Mhm. Und ja, so ist aber es. Aber es war familiär. Familiär, ja. Also nein, das war so auch der Schmiedgürtel, weil wir waren ja immer nach dem Spiel, waren wir alle beim Heurigen. Mhm. Da haben wir auf der Hohen Warte gespielt. Natürlich. Weil der Mandl hat einen Heurigen gehabt, der hat selber gespielt auch bei der Wiener, der Heurigen, dann in der Igles Seegassen, so weiß ich, was da so viele Heurige gibt. Ja. Und so sind wir immer noch im Match, haben wir zusammengesessen mit den Frauen und der Häuserwalter hat gespielt mit der Harmonik. Das schon her. Und hat gesungen, war super, die Zeit. Die war schöner wie jetzt. Ist heute der Fußball, ich sage einmal jetzt der österreichische Fußball, ist das ein Geschäft im Gegensatz zu den 50er, 60er Jahre? Naja. Ist mehr Business im Vordergrund oder hat sich es einfach verschoben, weil die Spieler naja, du hast einen Vertrag gehabt, was du hast da fix und gekriegt von einem Tausender im Monat. Und dann war die Siegesprämie war 450 und das Unentschieden war 200. Ja. aber... Also ich habe dann schon was verdient, auch nicht aufgrund der die vielen Wechsel, was ich gemacht habe. Mhm. Weil ich habe auch meinen Beruf sehr gern gehabt und geliebt, weil ich bin ein Goldschmied, ich habe einen wunderschönen Goldschmiedemeister gehabt in der Grundstadtgasse, den Krakowski. Und das war auch ein Wiener-Anhänger, da habe ich immer fortgetiefen früher, weil normal haben wir um 8 Uhr angefangen und um 5 Uhr Pause. Ja. Aber da habe ich schon trainiert auf der Hohen Warte und mein Chef, das Krakowski, war so nicht, Hansl, 2 Stunden früher kannst du schon gehen. War super, war perfekt. Ja, und ich liebe meine Goldschmiederei, das habe ich so geliebt wie mein Fußball. Und das habe ich alles selber gemacht. Super. Das heißt, die Wiener Family damals groß? Ja, die war groß. Ja. Der Rögl mit der Frau, der Schmiedgürtel mit der Frau, der Nickel, also alle die Ungier, wie wir es mal geheißen haben, haben die Frauen mitgehabt und das war irrsinnig schön. Und der Häuserwalter, der hat gespielt und alle haben gesungen und das war so ein richtiges Zusammengehörigkeitsgefühl, weißt du? Das hat sich auch im Fußball ausgewirkt. Ne? Natürlich. Ja, toll. Und hat natürlich auch geholfen, besser miteinander zu agieren, zu spielen. Ja. Der Großschare, da war einmal ein Freistoß, die haben die Mauer gestellt und haben aber genau, wenn das Tor war die Mauer da. Der ist angerannt, hat drauf gehabt, hat den einen auf die Brust geschossen, der ist umgefallen wie ein Kegel.
den abrollenden Freund zurück, genau in das Loch rein und ins Goal. Nein. Tatsächlich erinnert das faszinierend, weil das ist einmalig. Mhm. Ja, das erinnert man sich. Ja. Und dann die Wechsel? Ja, von der Jena dann waren halt ein paar Funktionäre und die haben mein Geschäft da gehabt, aufgebaut, mein Goldschmied gegeben, die Meisterprüfung gemacht und habe natürlich den Wechsel gemacht. Ich habe mich abgemeldet, weil ich wollte ein Handgeld haben, mein Geschäft aufbauen. Mhm. Und das ist dann in die Zeitung gekommen, das ganze Zirkus. Und da hat mich der Joshi Walter, musst du dir vorstellen, der hat mich wollen, weil mit ihm war es sehr gut, weil ich schon immer ein Auto gekauft habe bei ihm. Ich habe damals die Peugeot gehabt. Und der Joshi ist hergekommen zu mir, sagt er, komm, steig ein. Sag ich, was ist? Du, die geben mir keine Ruhe, ich muss dich am Semmering verstecken. Nein. Ja, am Semmering gefahren, dann habe ich gewohnt, du, 4 Tage oder 5, wo der Wickeltanz war. Nicht? Weil der hat ja Angst gehabt, dass ein anderer Verein kommt und mir das Geld überbietet, was mir der Joshi Walter angeboten hat. Mhm. Und ich gehe mir wieder am Wach und geht's, aber das habe ich nicht gemacht. Nicht? Das war dann der Wechsel zur Austria? Zur Austria, ja, ja. Joshi Walter hat mich geholt. Am ist der Wechsel leicht gefallen, oder? Naja, es war ja damals auch mit der Wiener, glaube ich, muss ich nachschauen, wie war denn das? Dass ich so zu Austria gewechselt bin. Ja, das hat eine Funktionärsgeschichte, war das wieder nicht. So ist es. Da war ein gewisser Humanitia und der hat die Wiener das Ganze und ich habe mein Geschäft aufgebaut und habe natürlich eine Hand getan. Nicht? Der hat gesagt, was willst du haben? So gibt es nicht. Nö, habe ich gesagt, okay, ist in Ordnung, dann ist in der Zeitung gestanden. Und sofort nächsten Tag hat mir der Joshi Walter angerufen und gesagt, komm zu uns. Und das war mein großes Glück. Ne? Mhm. Und der hat mir das alles ermöglicht. Und ich habe mein Geschäft aufgebaut, habe meine 2 Kinder gehabt, die Familie, und in der Weilburgstraße ein schönes Geschäft gehabt, ein Juweliergeschäft mit eigener Erzeugung. Habe ich natürlich Arbeit auch gehabt und Lehrlinge, also war wirklich toll. Und auch der Austria noch immer verbunden? Ja, freilich, wenn ich auf ein Match gehe, habe ich meine Freikarten und das hast du automatisch, wenn das geht, wenn du, glaube ich, 40 oder 45 Mal im Team spielst, kriegst du den Ausweis. Aha. Ja, und mit dem Ausweis kannst du alle ÖFB-Veranstaltungen, kriegst du Karten. Oh, verstehe. Also das heißt, man erinnert sich dann auch beim ÖFB noch an die ehemaligen Spieler und... Ja, ja, nein. Was hat es mit diesem Ball auf sich? Bitte eine Geschichte. Naja, das ist überhaupt ein komischer Ball. Das ist, ja, wenn man aufpumpt, ist es in Ordnung. Mit Unterschriften. Und warum haben Sie den Ball gekriegt? Den habe ich einfach mitgenommen. Also, verstehe. Und der Platzmeister ist mir nachgerissen. So wie habe ich nicht. Der ist ja wirklich älter, also der ist sicher aus den 50er oder 60er. Ja, das. Verstehe. Gerade, da sind auch die Unterschriften überall drauf. Ja. Aber die sind schon verwischt. Schon. Und wie war das früher mit den Auswärtsspielen? Weil die Wiener ist ja damals auch noch außerhalb von Österreich gefahren, zu Spielen gefahren. Mhm. Wie war da? Na, die Reisen, kann man sich das heute vorstellen? Na, die Reisen waren schon gut mit der Wiener. Wir sind ja gefahren nach Südamerika. Nach Südamerika? Ja. Und die erste Station war Kolumbien. Haben wir gesehen, gegen die Nationalmannschaft in Kolumbien gespielt hat. Ja, da haben wir viel gespielt in Südamerika. Independiente, dann die Kassen alle. Peñarol und National haben die gespielt, haben die Peñarol da gespielt, da drüben, nicht? In Südamerika. Da kennt man auch die Wiener, also Südamerika und so. Nein, wir haben gesagt, da war das schon ein Begriff. Wir haben sehr gut gespielt und da war der gewisse Humanitia, der hat die Reise organisiert, weil er sie auskennt hat dort oben in Südamerika. Mhm. Und das waren tolle Reisen, muss ich sagen. Haben wir, glaube ich, 11 Match gehabt dort. Okay. In Südamerika. Botafogo,
Fluminense und was weiß ich was. Das heißt, das war so eine richtige Tour, eine Wiener-Tour. Ja, ja, du bist weggefahren, warst zwei Monate nicht da. Zwei Monate? Sechs Wochen. Oder was. Okay. Das war ein Wahnsinn. Als junger Spieler sicher interessant. Interessant, klar. Die Fliegerei, schala, mit den Propellermaschinen. Wir sind in Gewitter reingekommen, weil wir nicht hoch raufgehen. Mhm. Vor einer gewissen Höhe. Das ist uns schon manchmal anders geworden. Also ein Abenteuer. Da war es der Vogel, der hat was, der so gerückelt und dann ist er runtergefahren. Dann hat er sich wieder gefangen, ist wieder aufgegangen. Und alle bleich und gebrochen ist worden. Nicht bei ihm, bei Flüge, aber bei gewissen Flügen war es halt was hart. Mhm. Südamerika und wo noch? Asien oder so? Oder? Na ja, Schweden. Ah. Schweden waren wir ja. Auch von den Farben her wenigstens ähnlich. Ja, die Wiener. Gelb-blau. Wie war das früher mit den Trainern, so das Verhältnis? Ja, du, der Hofmann-Beudel, der hat im Wunderteam gespielt. Natürlich. Was der Geschweil, Hofmann. Ja, die waren wie der Vater war der zu mir, der Hofmann. Wirklich? Ja, der war damals Trainer bei der Wiener. Und dann später wäre er dann noch gekommen als Trainer. In Otzwick habe ich einmal als Trainer gehabt. Mhm. Und auch in Stotzkarli, ich bei der Austria war. Mhm. Ja, bei der Rapid war der Körner. Naja. Und da war das Verhältnis eher ein freundschaftliches und familiäres? Nein, das war familiäres. Da haben wir wollen und da ja irgendwie Sympathiko war, weil hab ich immer engagiert überall und so, war freundlich. Habe eigentlich nie Probleme gehabt, irgendwo. Ja gut, wenn man die meisten Tore schießt. Ja, außer mit den Humanitzen habe ich natürlich dann einen, aber das ist dann habe ich wieder ein Glück gehabt. Nicht? Weil sofort, zwei Tage später, hat mich schon der Joschi angerufen, der Walter. Und sofort zur Austria geholt. Ja, und der hat mich geholt zur Austria. Und ich habe mein Geld gekriegt, wo ich mein Geschäft aufgebaut habe, alles. Und dadurch war das super. Und ich fand Austria ist sehr schön gewesen. Mhm. Meister wurden mit der Austria. Ja, gut. Also ja. Erfolgreiche ja, Karriere. Toll. Auf jeden Fall. Und da muss ich eins sagen, da hat ja der Horstl gespielt, der Nemetz. Ne? Mhm. Und der war wirklich klasse. Habe ich zu ihm gesagt, sage, Herst, bist du verrückt? Du kaufst auf der Kumpenhofer Straße ein Kaffee aus, saufst eh schon so viel. Bitte, du bist ja auch selbstständig. Dann sage ich, bist du zum Reden? Ich bin ein Goldschmiedemeister und du kaufst dir ein Kaffeehaus, wo du eh schon so viel saufst beim Heiligen. Und ich sage, du bist ja auch selbstständig. Ich sage, na super. Das war sein Untergang. Ach so. Ja, der hat da die getrunken oder gern Karten gespielt. Und er war ein unheimlicher lieber Kerl, der Horstl. Und er hat gut gespielt in seiner guten Zeit. Ja. So vergeht. Wenn es heute noch so zu einem Match gehen, wie eben auf die hohe Wand, wie ist so das Gefühl, wie hat sich das eigentlich geändert aus der Sicht eines Spielers aus den 50er Jahren? Ja, im Gegensatz zu früher. Ja, die Kämpfe, Laufen, Rennen, du, ja. Früher war es vielleicht ein bisschen komoter. Ja, so schnell. Weil heute nicht, wenn du siehst, es ist eine Blockbildung. Die ganzen 22, außer gehen immer da 20, das verschiebt sich immer. Mhm. Und früher ist der Stopper hinten geblieben, war das Spiel offen und da waren auch schöne Pässe und hast genau davor rennen. Mhm. Aber heute schiebt sich das hin und her und sind immer, da müssen sie schon wirklich sehr gut mit dem Ballbenanze auf die kurze Distanz zu spielen. Mhm. Das gelingt ja nicht ab und zu, aber es ist schwer. Das ist schwerer geworden. Ja, weil viele im Strafraum drin stehen. Kann man sagen, was attraktiver war, damals oder heute, der Fußball, optisch? Es war deswegen attraktiver, weil der Verteidiger Röckl, die sind nicht weitergegangen als in den 16er Gras. Nicht rausgegangen. Und weiter nicht, da schon, aber da war natürlich die Spielfläche war natürlich irrsinnig groß. Ne? Mhm. Heute, siehst du, das ist alles
schiebt sie da hin und her. Es ist fast kein Platz. Ne? Ja. Und die Tore fallen eigentlich sensationell, wie den Kurzpass spielt hat. Mhm. Und ab und zu bleibt es natürlich hänger. Ne? Mhm. Ja, das hat sich schon geändert gegen früher. Der Spielraum war viel offener, weil du hast keine Sololäufe machen über den ganzen Platz. Ja. So passiert. Ich bin auf der Mittellandung im Bogen gegangen und bin kein bis in den Strafraum rein und habe dort einen Goal geschossen. Das geht happy. Ja, verstehe. Wie war das Training bei der Vienna früher? Ja, wie oft hat man trainiert? Naja, das Training war schon dreimal in der Woche. Dreimal die Woche? Ja, ja. Und dann natürlich am Spieltag, Samstag oder Sonntag. Montag, Dienstag war frei, Mittwoch, Donnerstag, Freitag war schon am Platz. Mhm. Und ich habe es sowieso verrückt. Mein Vater hat ein Gemüsegeschäft gehabt. Ich bin jeden Tag auf der Honvar gewesen mit ihm. Und der hat zugeschaut und ich habe da die Ballen geholt, was der eingeschossen hat. Wie war das Verhältnis zwischen den Spielern der Vienna und den Fans? Na, eigentlich gut. Natürlich, klar, wenn du die Fans von der Vienna, die waren da, nicht? Die haben da geschrien und das gibt es ja heute, das sind sie auch. Mhm. Die haben ja heute eine irrsinnige unterstützen die Vienna, die Mannschaft, durch das dauernde Schreien und ich weiß nicht, gibt es Lieder oder? Ja, das unterstützt, nicht? Das finde ich gut von der Vienna. Aber hat man dann auch so getroffen, privat oder auf der Straße, oder ist man angesprochen worden von den Fans? Oder? Na ja, die so auf der Hohen Warte sind schon dann im Autogramm und haben geplaudert, ein bisschen im VIP-Bereich, da sind wir einige drin gewesen und da sind wir zusammengesessen und plaudert. Nein, es war sehr schön. Die haben einen sehr schönen VIP-Raum da oben. Ja. So ein bisschen vielleicht auch familiärerer Zugang zu den Fans gefunden. Ja, der Walzhofer, der hat seine Frau immer mitgehabt, der Röckler, wir waren schon immer die Spiele, was wir gemacht haben auf der Honvart, auch mit den Frauen. Mhm, also die waren immer da, ja. Und wir sind dann natürlich immer nachher, je nachdem wie das Match ausgegangen ist. Aber wenn wir oft genug gewonnen sind, haben wir immer zu den Heurigen gegangen, der Mandl-Franz und der Ingler Seegossen, also das waren ja auch alles Wiener. Mhm. Und durch das haben wir natürlich auch die besucht alle. Mhm. Und da beim Heurigen waren aber auch Fans, oder? Ja, nur freilich, die haben da applaudiert und geschrien, wenn wir gewonnen haben. Wenn wir reingekommen sind. Also ein Mordstrummer. Okay. Ja, gerade wirklich. Ja. Und natürlich haben wir ja der Walzhofer oder der haben wir ja Sängerknaben gehabt. Nein. Und der Mandl Franz und die haben dann mit der Harmonika gespielt, mhm, und gesungen mit den Frauen, aber sehr schön. Das gibt es ja halt nicht, glaube ich. Nein. Das gibt es also nicht. Das glaube ich. Also ich kann mich zumindest nicht erinnern, aber vielleicht kommt sie wieder. Vielleicht, ja. Das ist der Zusammenhalt, wenn die Frauen und die Kinder dabei sind, das ist dann irgendwie eine familiäre Geschichte. Mhm. Und das bringt eigentlich sehr viel. Ne? Weil man freut sich schon viel, wenn wir heute gewinnen, dann gehen wir wieder zum Heurigen, dann treffen sie wieder dort. Als Ansporn. Ansporn, ja. Wenn man so die Fans heute anschaut, im Gegensatz zu früher, war das durchgemischt oder waren nur Männer auf der Hohen Warte beim Spiel? Ja, es war schon ein bisschen gemischt, aber mehr Männer. Aber das, was die jetzt da aufführen durften auf der Honvart, der Fan, die schreien ja ununterbrochen. Ja. Ist das gut oder? Ja, das macht Stimmung wenigstens. Macht Stimmung, ja. Gab es nicht früher, in den 50er Jahren? Nein. Die haben nur geschrien, wenn es durchgefallen ist. Anhängen und so schon, aber so wie die singen ja von Anfang an aus der Session. Naja. Was ist das, der Fanclub? Ja. Ja, ja, für einige also Fanclubs gibt es mittlerweile. Ja, also es sind Gott sei Dank schon mehr. Nein, da kommst du auf die Hohe Warte und die singen schon und schreien. Ja. Aber ich finde das gut, ich finde das notwendig. Nein, auch, ist ja gut. Sie tun den Verein Stimmung machen. Nach der aktiven Karriere, Sie haben ja dann Anfang der 70er Jahre als Fußballer aufgehört, waren Sie ja dann noch Trainer.
Und dann Sportdirektor von der Wiener. Ja, ja, das war... Wie war so das, ja, das Arbeit als Sportdirektor bei der Wiener, wie war das? Ja, das war eh in Ordnung, toll. Nur haben wir sie dann ein bisschen zerstritten, weil der Humanitia, der hat da drei geredet und ich kann mich nur erinnern, dass man mit dem Trainer gut war und aus Vereins Kicker, gute Ätze, jetzt haben wir sie zusammengeredet, nicht? Aber ich war nicht drei geredet, weil der hat ja das Wort gehabt, nicht? Weil wie man aufstehen tut oder was, da habe ich mich nicht eingemischt. Nein, das ist nichts, weil das weiß ich von früher, da mit reinmischen, da kommen nur Streitereien und Blödsinn raus. Weil da, gerade im Fußball, bei den Kritiken ist das immer sehr, sehr kompliziert und hart, weil der Spieler ist ja auch wach, weißt? Und wenn du den da von draußen aufbläst als Trainer, ne? Hat es ja solche gegeben. Und wenn das nie einer gemacht hat, bin ich gleich stehen geblieben und habe nicht weitergeredet. Weißt in der Ehre gekränkt. Okay. Oliver, kannst du nicht alles richtig machen, nicht? Aber du bist hängen geblieben beim Dribbling oder was, dann hat der da reingeschrien. Das hat einem schon. Das hat mich überhaupt nicht vertragen. Okay. Da habe ich gesagt, wenn es nochmal reinschreit, gehe ich raus. Na, ich war ja auch eigenartig auf dieser Weise. Mhm. Aber es war, wie wir Master waren, war das natürlich alles eine tolle Sache mit der Wiener. Ich verstehe. Oder hat man überhaupt Kritiken gelesen? Weil es gibt ja auch in den Zeitungen, schreiben ja dann, wie es war und so weiter. Ja, ja. Hat das ein Spieler gelesen oder hat man es ignoriert? Du hast das eh drinnen. Selber gelesen damals. Ja, oder hat man es ignoriert und gesagt, das interessiert mich nicht? Nein, das hat man schon gelesen. Was speziell, was eben der Trainer sich geäußert oder der Funktionär oder der Herr Präsident, diese Dinge, das hat man schon gelesen. Nicht? Und ja, dann habe ich in der Zeitung geblättert. Habe ich ihm gestellt, so gehen, was wird da für ein Blödsinn reinschreiben über mich, das stimmt ja gar nicht. Sag ich mir, wenn sie glauben, ich melde mich eh an. Ja. Dann sage ich ein recht herzliches Dankeschön für dieses tolle Interview, für diese ganz tollen Anekdoten und Erinnerungen.